Lesung. Hallo, ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute der Autor Michael Gietzek. Hallo Michael, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo. Also wie schon gesagt, mein Name ist Michael Gietzek. Ich bin 54 Jahre alt und wohne im schönen Riedberg im Kreis Gütersloh und schreibe seit 4, 5 Jahren in meiner Freizeit halt Krimis. Und wie gesagt, in meiner Freizeit, weil im Hauptberuf bin ich nämlich bei der Kriminalpolizei in Bielefeld tätig und versuche da halt so ein bisschen in meinen Büchern die wahre Arbeit der Polizei darzustellen. Das hört sich mega an. Wirklich sehr interessant. Ja, wie gesagt, ich habe mich immer so ein bisschen geärgert bei manchen Filmen oder so, was man da sieht, wie die Polizisten da arbeiten und wie schnell die immer an Informationen kommen und so weiter. Und da habe ich mich teilweise so geärgert, da habe ich mir gedacht, wenn du mal sowas machst, dann schreibst du es mal, wie es wirklich ist. Das finde ich gut. Und wie heißt dein Buch, was du heute mitgebracht hast? Also heute habe ich mitgebracht das dritte Buch. Das ist eine Reihe, da geht es um einen Kriminalkommissar Marc-André Weber, der passenderweise auch in Bielefeld arbeitet, wo ich auch arbeite. Und das Buch heißt Rachedurst. Ah, magst du gleich mal anfangen mit Lesen? Ja, sehr gerne. Kapitel 1, März 2016. Sie lag auf dem Rücken und ließ sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Endlich durfte sie alleine an den Strand. Ihre Eltern und ihr Bruder wollten sich ein altes Fort ansehen, doch sie hatte keine Lust gehabt. Die letzten 5 Jahre hatten sie ihren Sommerurlaub hier verbracht und jedes Mal waren sie zu dem dämlichen Fort gefahren, weil ihr Bruder unbedingt dahin wollte. Die ersten Jahre hatte sie es dort spannend gefunden. Vor allem die unterirdischen Gänge waren toll gewesen, weil man immer neue Wege und Abzweigungen entdeckte. Aber im Laufe der Zeit hatten sie sämtliche Labyrinthe erforscht und im Fort hatte es nichts mehr zu entdecken gegeben. Wäre dort zumindest jedes Jahr eine andere Ausstellung gewesen, hätte sie es verstehen können, immer wieder hinzufahren. Aber nicht einmal das gab es. Schon im letzten Urlaub hatte sie nicht mehr mitfahren wollen, doch ihre Eltern waren hart geblieben und alles Bitten, im Ferienhaus bleiben zu dürfen, hatte nichts gebracht. Sie hatten die Meinung vertreten, dass sie mit 15 Jahren zu jung dafür gewesen war. Diesmal hatte sie ihren Eltern im Vorfeld des Urlaubs deutlich gemacht, dass sie den Ausflug auf keinen Fall mitmachen würde. Ihr Bruder, 10 Jahre alt, hatte früh verkündet, dass sie dieses Mal wieder zum Fort fahren müssten, um zu sehen, ob es was Neues gab. Das glaubst du doch selbst nicht, hatte sie geschnaubt. Mittlerweile war sie 16 und ihre Eltern hatten ihr erlaubt, im Ferienhaus zu bleiben. Es hatte sie dann ihre ganze Überredungskunst gekostet, sie davon zu überzeugen, dass sie ohne Begleitung an den Strand durfte. Zu Hause darf ich auch bis 19 Uhr wegbleiben, hatte sie argumentiert. Aber da liegst du auch nicht nur im Bikini am Strand, hatte ihre Mutter dagegen gehalten. Schließlich war es ihr gelungen, vor allem Mama zu überzeugen, indem sie ihr versprochen hatte, sich auf keinen Fall von einem Jungen oder Mann ansprechen zu lassen. Anquatschen kann ich nicht vermeiden, hatte sie gesagt. Ich kann ja schlecht ein Schild aufstellen, bitte nicht anquasseln, Lebensgefahr. Da hatte sogar ihr Vater lachen müssen. Sie hatte ihrer Mutter versprochen, jeden Kontaktversuch einer männlichen Person abzuschmettern und erst recht mit keinem mitzugehen. Jetzt lag sie auf ihrem Badetuch am Strand. Sie hatte Glück, da die Sonne schien und es warm war, was in Holland nicht so oft vorkam. Hatte das mit dem Klimawandel zu tun, fragte sie sich. Wenn ja, dann her damit. Sie würde nach einem Schläfchen ins Wasser gehen, um sich abzukühlen. Sie träumte von einem Jungen aus ihrer Schulklasse, den sie super süß fand, als jemand sie schüttelte. Oh nein, dachte sie, mein Bruder, sie sind schon wieder zurück. Sonst bleiben sie immer den ganzen Tag beim Vor. Warum nicht auch heute? Steh auf, drang eine männliche Stimme zu ihr vor.
Ach, Papa, lass mich doch noch etwas schlafen. Beweg dich endlich oder ich verpasse dir eine. Ihr Vater drohte ihr Schläge an. Das hatte er noch nie getan. Los, du kleine Schlampe. Das war nicht ihr Papa. Langsam wurde sie wach und nahm ihre Umgebung wahr. Kein Strand, keine Sonne, kein Urlaub. Na endlich, Zeit an die Arbeit zu gehen. Du wirst schon erwartet, verkündete der Mann mit einem Grinsen im Gesicht. Kein Papa. Schlagartig wurde ihr wieder bewusst, wo sie war. Und alles Elend, das sie in den letzten Wochen erlebt hatte, brach wie eine Welle über ihr zusammen. Sie lag auf dem alten, quietschenden Bett und hatte die Augen geschlossen. Sie versuchte wieder, an ihren letzten Urlaub zu denken, um das, was mit ihr geschah, auszublenden und ertragen zu können. Das Gestöhne, die Bewegung, den Geruch, die Schmerzen. So wie sie es immer in den letzten Monaten getan hatte, wenn der Besuch da war. Meistens gelang ihr das und oft war es schnell vorbei. Doch danach fühlte sie sich erniedrigt und gedemütigt und nicht selten blieben die Schmerzen über mehrere Stunden oder Tage. Man hatte ihr gesagt, dass es mit der Zeit einfacher würde. Aber das war nicht der Fall, im Gegenteil. Es wurde mit jedem Mal schlimmer und sie fragte sich, wie lange sie das noch mitmachen musste. Natürlich hatte sie in den Nachrichten von solchen Fällen gehört, von Mädchen in ihrem Alter, aber nie im Leben hatte sie damit gerechnet, dass sie einmal in eine ähnliche Situation geraten könnte. Sie stammte doch aus einer guten Familie. Ihre Eltern und ihre Schwester waren okay, obwohl die Kleine oft nervte. Sie ging zum Gymnasium, hatte prima Noten und ein angenehmes Leben vor sich. Sie war keins von diesen Kindern aus erbärmlichen Verhältnissen, deren Eltern Umgang mit dem Abschaum der Gesellschaft hatten oder die ihren Nachwuchs an diese Leute verkauften. Ein letztes Stöhnen und der Typ lag ruhig auf ihr. Nach einigen Augenblicken wälzte er sich von ihr herunter. Er stand auf und zog sich an. Bevor er das Zimmer verließ, sagte er zu ihr, beim nächsten Mal erwarte ich etwas mehr Initiative von dir oder ich beschwere mich über dich. Sie drehte sich auf die Seite und nun ließen sich die Tränen nicht mehr zurückhalten. Kurz darauf öffnete sich ihre Zimmertür erneut. Geh duschen und komm dann runter. Essen ist fertig, sagte der Mann. Wie hatte es nur so weit kommen können? Sie konnte jetzt nicht darüber nachdenken. Ihr war klar, dass sie sich beeilen musste, wollte sie nicht den Zorn des Mannes auf sich ziehen. Sie ging ins Badezimmer und machte die Dusche an. Dann zog sie sich aus. Annegret hatte es sich mit einer Flasche Bier auf dem Sofa gemütlich gemacht und schaute sich eine Gameshow im Fernsehen an. Seine Frau war beim Sport und würde nicht vor 22 Uhr zu Hause sein. Greb nutzte die Zeit, um das Fernsehprogramm zu schauen, das ihm gefiel, ohne dass seine Frau dauernd umschalten wollte. Er liebte sie, aber bei der Auswahl der TV-Sender hatten sie absolut unterschiedliche Interessen. Deshalb genoss er die Tage, an denen sie zum Sport ging. Er nahm gerade einen großen Schluck von seinem Bier, als sein Handy klingelte. Verdammt, schimpfte er. Hat man denn hier nie seine Ruhe? Wütend griff er nach dem iPhone und schaute auf das Display. Der Anruf kam von seinem Bruder Andreas. Arne ließ das Handy aufs Sofa fallen, als ob er sich die Hände daran verbrannt hätte. Was will der denn? Fragte er laut ins leere Zimmer. Er und sein Bruder hatten seit über einem Jahr nicht miteinander gesprochen. Genauer gesagt, nicht mehr seit der Testamentseröffnung ihrer Mutter. Andreas, der 5 Jahre älter war als Arne, hatte gehofft, dass er mehr erben würde als sein Bruder. Er hatte sich in den letzten Lebensjahren aufopfernd um ihre Mutter gekümmert. Arne hingegen hatte sich maximal einmal im Monat bei ihr sehen lassen. Andreas hatte sie nicht in ein Heim bringen wollen und sie in ihrem Haus gepflegt. Er hatte während dieser Zeit sogar einen lukrativen Job im Ausland abgelehnt, da Arne nicht bereit gewesen war, seinen Beitrag zu leisten. Deshalb hatte er schon vor dem Tod der Mutter häufig Unstimmigkeiten zwischen ihnen gegeben. Als Andreas dann bei der Eröffnung des Testaments erfahren hatte, dass er zwar das Haus seiner Mutter geerbt hatte, von ihrem Barvermögen fast 750.000 Euro, nur 50.000 Euro bekommen sollte, war er ausgeflippt. Wütend hatte er dem Notar und Arne gedroht, das Testament anzufechten, das er seiner Meinung nach durch die ihm entstandenen finanziellen Einbußen während der Pflege ein Anrecht auf den größten Teil des Erbes hatte.
Sein Bruder hatte das Haus verkauft, da er über ein komfortables Eigenheim verfügte. Da er allein lebte, reichte ihm dieses auch völlig aus. Der Verkauf hatte ihm einen maximalen Erlös von 250.000 Euro eingebracht. Damit hatte er noch immer weniger Geld als sein Bruder erhalten. Andreas hatte das Testament nicht angefochten, aber seit dem Tag kein Wort mehr mit Arne gesprochen und alle Kontaktversuche seinerseits abgeblockt. Mittlerweile klingelte das Handy seit fast einer Minute. Anscheinend hatte sein Bruder ein dringendes Gesprächsbedürfnis. Er trank noch einen Schluck Bier und gab sich dann einen Ruck. Er griff zu seinem Handy und nahm den Anruf an. »Was willst du?« fragte er unfreundlich. Statt einer Antwort hörte er einen lauten Knall. Zuerst glaubte Arne, dass sich sein Bruder einen blöden Scherz mit ihm erlaubte. Doch dann wurde ihm bewusst, woher er das Geräusch kannte. Es war ein Schuss. Erschrocken rief er in den Hörer, »Andreas, was ist passiert?« Er erhielt keine Antwort. »Melde dich doch!« Anstelle einer Erwiderung wurde das Gespräch beendet. Arne wählte sofort die Rufnummer seines Bruders und ließ es bis zum Ende durchklingeln. Andreas meldete sich nicht. Er versuchte es noch zweimal mit demselben unbefriedigenden Ergebnis. Danach rief er ihn auf dem Festnetz an und hinterließ eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Mittlerweile war er sich nicht mehr sicher, ob es wirklich ein Schuss gewesen war. Es handelte sich wohl doch um einen Scherz seines Bruders. Er würde versuchen, ihn am nächsten Tag nochmal anzurufen. Ohne weiteres würde er den bescheuerten Spaß nicht auf sich beruhen lassen. Der Mann griff nach dem auf dem Boden liegenden Handy und schaltete es aus und steckte es in seine Jackentasche. Er fühlte an der Halsschlagader nach dem Puls seines Opfers. Er fand keinen Pulsschlag. Zufrieden mit dem Ergebnis richtete er sich auf und steckte seine Pistole in das Schulterholster. Dann zog er seine Einweghandschuhe aus und nahm die Sturmhaube ab. Dabei fuhr er sich automatisch über die lange Narbe, die vom linken Ohr bis zum Kinn verlief. Er warf einen letzten Blick auf die Leiche, bevor er durch den Wald zu seinem Auto zurückging. Nummer eins erledigt, sagte er zufrieden und stieg ein. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung und kommen nun zu der Hauptfigur des Krimis, dem Kriminalhauptkommissar Weber. Bevor Weber sich um die Anzeige kümmerte, goss er sich einen Kaffee ein und trank genüsslich ein paar Schlucke. Dann ging er zur Pforte und holte den Anzeigenerstatter ab. Der Mann saß als einziger auf der Holzbank im Eingangsbereich. Besuch eines Präsidiums war es nicht möglich, dieses unkontrolliert zu betreten. Am Haupteingang gab es eine Schleuse, an die ein Pförtnerhäuschen anschloss. Man konnte zwar in den Vorraum hineingehen, kam aber erst weiter, wenn einem die Tür zum Foyer des Gebäudes durch den Pförtner geöffnet wurde. Außerhalb der Bürodienstzeiten und am Wochenende hatten sich Besucher auf der nebenan gelegenen Wache zu melden. In der Schleuse befand sich ein Scanner, durch den die Leute gehen mussten, bevor sie eingelassen wurden. Zuvor hatten sie ihre Taschen zu leeren und den Inhalt in einen kleinen Plastikbehälter zu legen, der durch einen weiteren Scanner geschoben wurde. So sollte ausgeschlossen werden, dass Waffen mit ins Gebäude gebracht wurden. Diese Geräte hatte es im alten Präsidium nicht gegeben. Sie waren beim Neubau als zusätzliche Schutzmaßnahmen für die Beamten installiert worden. Der Pförtner war ein Polizeibeamter in Uniform, der auch die Kontrollen durchführte. Wenn die Besucher diese überstanden hatten, konnten sie auf einer Holzbank Platz nehmen und warten, bis sie abgeholt wurden. Weber sprach den Mann auf der Bank an. »Sie wollen eine Anzeige erstatten?« fragte er. »Ja«, sagte dieser entschlossen und erhob sich. »Dann kommen Sie bitte mit«, fuhr Weber fort und reichte dem Mann die Hand. »Weber«, stellte er sich vor. Der Anzeigenerstatter nahm die ausgestreckte Hand und schüttelte sie. »Krepp«, nannte er dann seinen Namen. »Arne Krepp«. Weber ging voran und führte ihn in sein Büro. »Kommen Sie rein und nehmen Sie Platz«, er deutete auf einen der Besucherstühle. Weber selbst setzte sich in seinen Schreibtischstuhl. »Was kann ich für Sie tun?« Krepp sah ihn unsicher an. »Es geht um meinen Bruder«, begann er langsam. »Andreas Krepp.« Er machte eine Pause, bevor er weitersprach. »Ich glaube, dass ihm etwas zugestoßen ist. Wie kommen Sie darauf?« Krepp atmete tief durch und erzählte dann von dem merkwürdigen Anruf am gestrigen Abend
und den anschließenden vergeblichen Versuchen, seinen Bruder zu erreichen. Haben Sie versucht, Kontakt zu Freunden und Bekannten Ihres Bruders aufzunehmen oder zu anderen Verwandten? Fragte Weber, nachdem Krepp geendet hatte. Ich habe es bei unseren Verwandten versucht, aber von denen hat auch seit Wochen niemand etwas von ihm gehört. Krepp machte eine Pause. Von seinen Freunden kenne ich niemanden. Da wir seit über einem Jahr keinen Kontakt mehr haben, haben wir auch keinen gemeinsamen Freundeskreis mehr. Wie kam es dazu, dass Sie sich kaum noch gesehen haben? Krepp erzählte dem Kommissar von dem Testament und von der Reaktion seines Bruders. Weber nickte. Wo arbeitet Ihr Bruder? Er ist Inhaber einer Gaststätte oder Bar. In Bielefeld? Hakte Weber nach, als nicht mehr kam. Krepp zuckte die Achseln. Weiß ich nicht. Ich habe das auch nur von Verwandten gehört. Ich weiß weder genau, wo die Gaststätte ist, noch wie sie heißt. Könnten Sie bei Ihren Verwandten diesbezüglich nochmal nachfragen? Krepp nickte. Vor dem Tod unserer Mutter arbeitete Andreas bei der Sparkasse Bielefeld. Er war dort für den Bereich der Geschäftskunden zuständig. Dabei hat er sich auch um die Finanzen unserer Mutter gekümmert und ziemlich gut, wie ich festgestellt habe. Das machte es für ihn natürlich noch unverständlicher, dass er von dem Barvermögen nichts bekommen hat. Können Sie sich vorstellen, warum Ihre Mutter das so entschieden hat? Fragte Weber. Krepp schüttelte den Kopf. Ich habe in der ersten Zeit nach der Testamentsvollstreckung viel darüber nachgedacht, aber mir ist nichts eingefallen. Einzige Erklärung für mich wäre, dass mein Bruder irgendetwas gemacht hat, was meine Mutter so verärgert hat, dass sie ihr Testament geändert hat. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, um was es da gehen könnte. Wann hat Ihre Mutter das Testament geändert? Als Andreas ins Gefängnis gekommen ist, sagte Grimm. Nach dem Alten Testament wären wir zu gleichen Teilen bedacht worden. Nach seiner Haftentlassung hat sie es nicht mehr geändert, obwohl er sich um sie gekümmert hat. Sie hat ihm die Tat nie vergessen. Weber nickte und sah auf seine Uhr. Langsam wurde es Zeit, dass er sich wieder zum Gericht aufmachte. Okay, Herr Grepp, ich werde dazu eine Meldung aufnehmen und mich darum kümmern. Sie werden sicher verstehen, dass wir vorerst nicht den ganzen Polizeiapparat in Bewegung setzen können. Es ist ja durchaus möglich, dass Ihnen Ihr Bruder einen Schreck einjagen wollte und sich nun vor Ihnen versteckt. Oder er ist direkt nach dem Anruf in Urlaub gefahren. Ich verspreche Ihnen, dass ich zu klären versuche, wo sich Ihr Bruder derzeit aufhält. Sollte er sich zwischenzeitlich bei Ihnen melden oder sonst etwas Neues erfahren, melden Sie sich bei mir. Weber griff in eine Schublade seines Schreibtisches und entnahm dieser eine Visitenkarte, die er Grepp reichte. Falls Sie mich telefonisch nicht erreichen, schicken Sie mir einfach eine Mail und versuchen Sie bitte, den Namen und den Ort der Gaststätte herauszufinden, die Ihrem Bruder gehören soll. Mache ich, versprach Krepp und nahm die Visitenkarte an sich. Danke für Ihre Mühe. Nicht dafür, entgegnete Weber. Er hob sich und hielt Krepp wieder die ausgestreckte Hand hin. Dieser ergriff und schüttelte sie. Mittwoch, 18.05.2016, 10 Uhr. Weber stand vor dem Einfamilienhaus und schaute zu den oberen Fenstern hinauf. Er hatte mehrfach geklingelt und an die Haustür geklopft. Aus dem Inneren des Hauses war keine Reaktion erfolgt. Nachdem er ein ausführliches Gespräch mit Caro geführt hatte, war er zum Wohnhaus von Andreas Krepp gefahren. Dieses befand sich in der Kastanienstraße in Bielefeld-Quelle. Es lag in der Mitte der Straße und wurde rechts und links von weiteren freistehenden Einfamilienhäusern gesäumt. Weber stieg die drei Steinstufen, die zur Haustür führten, hinauf und wandte sich nach rechts. Dort hatte er bei seinem Eintreffen eine Garage und daneben ein Gartentor bemerkt. Er ging zu der Garage und zog am Türgriff. Verschlossen. Dann wandte er sich zu dem Tor und stellte fest, dass dieses offen war. Kurz entschlossen betrat er den Garten. Nach wenigen Schritten kam er zu einer linksseitig von ihm gelegenen Treppe, die auf eine Terrasse führte. Er ging erst daran vorbei, um in den hinteren Teil des Grundstücks zu schauen. Dieser war von allen Seiten mit einer hohen Hecke eingefasst, sodass er vor den Blicken der Nachbarn geschützt war. Weber betrat die Rasenfläche hinter der Terrasse und schaute sich um. Der Garten machte einen gepflegten Eindruck, allerdings gab es hier kaum Pflanzen oder Sträucher, die einer Pflege bedurften. Die Bepflanzung war die eines alleinlebenden Mannes, der sich maximal mit Rasenmähen und Heckenschneiden beschäftigen wollte. Vom Rasen führten vier Steinstufen auf die Terrasse.
Hier stand ein Holztisch mit 6 passenden Stühlen. Ansonsten war die Veranda leer und machte keinen einladenden Eindruck. Weber trat an die Terrassentür und warf einen Blick hindurch. Weder vor der Tür noch an den daneben angebrachten Fenstern hingen Gardinen oder Vorhänge. Er sah ein aufgeräumtes Wohnzimmer, in dem sich niemand aufhielt. Die Wohnzimmertür war geschlossen, sodass er keinen Blick in den angrenzenden Raum werfen konnte. Hier kam er ebenfalls nicht weiter. Er hatte bereits vorne durch ein Fenster in die Küche geschaut. Auch dort war es, bis auf eine Tasse und einen Teller mit Messer, die auf der Spüle standen, aufgeräumt gewesen. Weber stieg die seitlich der Terrasse gelegenen Stufen hinab und wollte den Garten verlassen, als er an der Rückseite der Garage eine Tür bemerkte, die ihm beim Betreten des Grundstücks nicht aufgefallen war. Er ging zu der Tür und drückte die Türklinke hinunter. Entgegen seiner Erwartung war die Tür nicht abgeschlossen. Weber öffnete die Tür, betrat die Garage und blieb vor einem schwarzen Kombi stehen. Er hatte vor seinem Aufbruch festgestellt, dass auf Andreas Krepp ein PKW im Baujahr 2014 angemeldet war. Und dieses Fahrzeug stand vor ihm. Er trat an die Fahrertür, die verschlossen war. Dabei blickte er ins Wageninnere, das bis auf eine Jacke auf der Rückbank leer war. Außer dem PKW befanden sich 2 Fahrräder in der Garage, die an der hinteren Wand lehnten, ein Mountain und ein Citybike. Weber verließ den Raum, schloss die Tür und ging wieder vors Haus. Dort überlegte er einen Moment, ob er mit den Nachbarn sprechen sollte und entschied sich dafür, zumindest die direkt daneben wohnenden Leute zu befragen. Die Bewohner, die links von Krepp wohnten, waren nicht da. In dem Haus rechts öffnete Weber eine Frau von etwa 30 Jahren mit einem circa 4 Monate alten Kind auf dem Arm. Der Kommissar stellte sich vor und legte sein Ansinnen dar. »Kommen Sie herein«, sagte die Frau freundlich. »Dann kann ich den Kleinen in seinen Laufstall legen.« Die Mutter, nach dem Namen auf dem Klingelschild Frau Grün, führte ihn ins Wohnzimmer, wo sie ihren Sohn ablegte. Der Kleine begann direkt mit einem Mobile zu spielen, welches über dem Stall befestigt war. »Es geht also um unsere Nachbarn«, erkundigte sie sich. »Genau«, antwortete Weber. »Setzen Sie sich doch«, sagte sie und zeigte auf ein Sofa. Er nahm Platz und Frau Grün setzte sich ihm gegenüber in einen Sessel. Der Bruder von Herrn Krepp macht sich Sorgen um ihn, weil er seit einigen Tagen nichts mehr von ihm gehört hat. Das wundert mich. Andreas hat uns immer erzählt, dass er kaum noch Kontakt mit seinem Bruder hat. Sie haben sich wohl wegen einer Erbschaft zerstritten. Weber nickte. Das stimmt, aber die beiden haben sich in der letzten Zeit wieder etwas angenähert. Das freut mich. Wann haben Sie Herrn Krepp das letzte Mal gesehen oder mit ihm gesprochen? Sie überlegte einen Moment. Dass ich mit ihm gesprochen habe, liegt sicher schon eine Woche zurück. Das letzte Mal gesehen habe ich ihn am Montagabend, als er mit seinem Auto wegfuhr. Ich habe den Müll rausgebracht und er fuhr an unserem Haus vorbei. Ist er mit seinem VW Kombi gefahren? Frau Grün nickte. Ich habe ihn nur mit dem VW gesehen, wüsste nicht, dass er noch ein anderes Auto hat. Um welche Uhrzeit haben Sie ihn gesehen? Das muss so gegen 18 Uhr gewesen sein. War er allein im Auto? Ja, er hatte sehr selten Besuch. Hatte Herr Grepp eine Freundin? Nicht, dass ich wüsste. Ich habe ihn nie zusammen mit einer Frau gesehen. Als Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen haben, wie wirkte Herr Grepp da auf Sie? War er anders als sonst? Grün schüttelte den Kopf. Kann ich nicht sagen, antwortete sie. Auf mich wirkte er wie immer. Wobei wir uns auch nie besonders lange unterhalten haben. Also schien er nicht besorgt oder sogar verängstigt zu sein? Wieder schüttelte Grün den Kopf. Nein. Da Weber keine weiteren Fragen einfielen, verabschiedete er sich. Bevor er das Haus verließ, übergab er Grün eine seiner Visitenkarten mit der Bitte, dass ihr Ehemann ihn anrufen sollte, falls dieser ihre Angaben ergänzen könnte. Den Rest des Dienstes verbrachte Weber damit, seine neuen Vorgänge zu sichten. Da nichts Dringendes dabei war, wollte er die restliche Zeit bis zum Feierabend nutzen, weitere Infos über Andreas Krepp zu sammeln. Bis jetzt hatte er nur nach auf den Vermissten angemeldete Fahrzeuge und möglichen Mitbewohnern Ausschau gehalten. Zu mehr war er nicht gekommen. Auch hatte er noch kein Foto von Andreas. Weber rief Arne Krepp an und bat ihn, ihm ein Bild seines Bruders zu schicken. Dieser gab an, dass die neueste Aufnahme, die er von ihm besaß, 3 Jahre alt war. Der Kommissar bat ihn trotzdem, dieses per Mail zu übersenden.
Er würde anschließend die Nachbarn von Arne Grepp fragen, ob er sich merklich verändert hätte. Anschließend überprüfte Weber ihn in dem polizeilichen Informationssystem. Die Abfrage ergab einen Treffer. Es handelte sich um eine Strafanzeige aus dem Jahr 2012. Er rief die Anzeige auf und stieß ein überraschtes "Oh!" aus, als er den Tatvorwurf las. Andreas Grepp war im August des Jahres beschuldigt worden, eine Frau vergewaltigt zu haben. Der Kommissar las sich den Kurzsachverhalt der Anzeige durch. Andreas Grepp hatte in einem Lokal in der Bielefelder Innenstadt eine junge Frau von 28 Jahren kennengelernt und mit ihr zusammen einige Gläser Wein getrunken. Gegen 2 Uhr nachts hatten sie gemeinsam die Gaststätte verlassen und noch woanders einkehren wollen. Da man sich nicht auf eine Lokalität hatte einigen können, hatte Grepp vorgeschlagen, zu ihm nach Hause zu fahren, um dort weiter zu trinken. Die Frau hatte zunächst gezögert, doch nachdem er ihr wiederholt versichert hatte, dass er keine anderweitigen Absichten verfolgte, hatte sie zugestimmt. Über das, was letztendlich in Grepps Haus geschehen war, gab es unterschiedliche Aussagen. Weber rief die Zeugenaussage des Opfers auf. Die Frau hatte ausgesagt, dass ihr Gastgeber nach 2 weiteren Gläsern Wein zudringlich geworden wäre. Da sie das nicht gewollt hätte, hätte sie versucht, ihn abzuwehren. Grepp wäre aber zu stark gewesen, hätte sie gezwungen, sich auszuziehen und sie dann vergewaltigt. Sie hätte sich gewehrt, doch er hätte sie geschlagen und wäre trotz ihrer heftigen Gegenwehr in sie eingedrungen und hätte den Geschlechtsverkehr bis zum Orgasmus durchgeführt. Nachdem er fertig gewesen wäre, hätte er sich neben sie gelegt und wäre unmittelbar eingeschlafen. Die Frau hätte die Gelegenheit genutzt, um aus dem Haus zu fliehen. Ihrer Angabe nach war sie dann direkt zur Polizei gegangen und hatte Anzeige erstattet. Dabei hatte sie ausführlich geschildert, wie Grepp sie geschlagen und missbraucht hatte. Es kam heraus, dass er brutal vorgegangen war und ihr zahlreiche Schläge versetzt hatte. Die Frau war mit starken Schwellungen im Gesicht auf der Wache in Brackwede aufgetaucht und hatte anschließend ärztlich versorgt werden müssen. Zudem hätte er die Frau gezwungen, ihn oral zu befriedigen, sich auszuziehen und sie dann vergewaltigt. Bei der Untersuchung im Krankenhaus waren massive Verletzungen im Schambereich und an den Oberschenkeln der Frau festgestellt worden. In der Scheide und an den Beinen war Sperma gesichert worden. Am gleichen Morgen war das Haus von Grepp durchsucht worden. Er war immer noch alkoholisiert gewesen. Die Beamten hatten ihn vorläufig festgenommen und zur Wache an der Kurt-Schumacher Straße gebracht, wo er vernommen, erkennungsdienstlich behandelt und ihm eine DNA-Probe entnommen worden war. Eine anschließende Untersuchung hatte ergeben, dass seine DNA mit der am Opfer sichergestellten übereinstimmte. Somit hatte Weber noch eine andere Quelle für ein Foto von Andreas Grepp, auch wenn dieses älter war als das von seinem Bruder. Bei der Durchsuchung des Hauses wurde der zerrissene Schlüpfer des Opfers gefunden. Grepp bestritt gar nicht, erst Sex mit der Frau gehabt zu haben. Er gab über seinen Anwalt an, dass der Sex im beidseitigen Einvernehmen erfolgt war. Auf die Verletzungen des Opfers angesprochen, hatte Grepp geäußert, dass sie es härter gewollt und er möglicherweise etwas übertrieben hätte. Doch es wäre nie zu einer Vergewaltigung gekommen. Wie oft in solchen Fällen hatte der Anwalt Grepps vermutet, dass die Frau eine Ausrede für ihren Freund oder Ehemann gebraucht hatte, um den Sex zu erklären. Das Opfer war aber weder verheiratet gewesen, noch hatte sie zum Zeitpunkt der Tat eine Beziehung gehabt, womit dieses Argument ins Leere gelaufen war. Die Information zum Strafverfahren hatte Weber in der Strafakte Krebs gefunden. Der Kollege, der den Fall damals bearbeitet hatte, hatte diese Infos nachgetragen, was nicht dem normalen Ablauf entsprach. Aus der Akte erfuhr der Kommissar, dass der Richter Krebs Ausführungen nicht geglaubt hatte und ihn zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten verurteilt hatte. Damit war er unwesentlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft von 2 Jahren und 8 Monaten geblieben. Da Grepp Ersttäter gewesen war, war die Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden. Weber fragte sich, warum Arne Grepp ihm diese Information vorenthalten hatte. Wusste er aufgrund des fehlenden Kontakts zu seinem Bruder nichts von der Verurteilung? War ihre Mutter damals schon krank gewesen? Und wenn ja, wer hatte sich in der Zeit um sie gekümmert? Da Weber nicht alle Daten im Kopf hatte, nahm er sich vor, diese bei Arne Grepp nachzufragen. Hatte er sich für seinen Bruder geschämt? Er würde ihn am nächsten Tag anrufen. Dann sah er auf seine Armbanduhr. Mittlerweile war es 17 Uhr. Er beschloss, für diesen Tag Feierabend zu machen. Das war sehr interessant. Also mal so ein Blick hinter die Kulissen, kann man ja auch sagen.
Magst du mal deine Figuren so ein bisschen vorstellen? Gerne. Also wie gesagt, Hauptfigur ist halt der Kriminalhauptkommissar Marc-André Weber. Der arbeitet bei der Kriminalpolizei in Bielefeld und ist dort früher im Bereich Betrug tätig gewesen und hat dann, praktisch in dem ersten Fall, also auch in dem ersten Buch, was ich geschrieben habe, dann später in eine andere Abteilung gewechselt, in der halt auch Kapitalverbrechen, also Mord, Vergewaltigung und solche Straftaten bearbeitet werden. Und neben ihm und dem, was er halt so im Dienst erlebt, gibt es dann praktisch noch einen zweiten Strang, der sich dann durch alle bis jetzt erschienenen Bücher zieht. Da geht es dann halt um seine Familie. Er ist verheiratet, hat drei Kinder, drei Söhne und der jüngste Sohn von ihm hat das Down-Syndrom. Also nochmal so ein besonderer Aspekt in den Büchern, auf den ich dann halt auch so ein bisschen näher eingehe. Ja, und das entwickelt sich dann halt so. Wie gesagt, das ist jetzt das dritte Buch. Und neben dem roten Faden, was die Familie angeht, gibt es halt noch einen anderen roten Faden, der betrifft so, seine Vergangenheit. Er hatte seine Frau damals in Wien kennengelernt und da gab es halt auch einen Vorfall, der dann ihn wieder einholt und der dann auch im Buch dann später dann aufgeklärt wird. Neben dem Weber und seiner Familie tauchen halt auch noch immer wieder andere Personen in den Büchern auf, so zum Beispiel seine Chefin, die hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, das ist die Caro Kurz, das ist seine, die Kommissariats- oder Abteilungsleiterin bei der Kriminalpolizei da in Bielefeld. Und zwischen den beiden gibt es halt auch eine besondere Beziehung. Und dann gibt es da noch eine andere Frau, die so ein bisschen hellseherische Fähigkeiten hat, nenne ich es mal. Die halt auch immer wieder in den Geschichten auftaucht. Und dann noch den ein oder anderen Kollegen, zum Beispiel seinen besten Kumpel, den Phil Anderson, der mit ihm zusammen im Betrug gearbeitet hat und der dann auch immer wieder in den anderen Büchern auftaucht. Wo spielt dein Buch? Ich habe rausgehört, in Bielefeld. Spielt das ganze Buch dort? Also der Kommissar Weber, der sitzt halt in Bielefeld, weil da halt das Polizeipräsidium ist. Aber das Präsidium in Bielefeld ist halt im Bereich Tötungsdelikte, um die es ja auch hauptsächlich in den Büchern geht, oder andere größere Delikte, halt nicht nur für Bielefeld zuständig, sondern für ganz Ostwestfalen-Lippe. Und deswegen spielt das Buch halt nicht nur in Bielefeld, sondern auch viel in Riedberg, also da, wo ich derzeit auch wohne. Ich vermute mal, genau deswegen hast du auch den Ort gewählt, oder? Ja, genau. Es passt halt zufällig, weil es halt zum Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Bielefeld gehört. Und da ich hier wohne, habe ich natürlich hier auch immer ganz gute Möglichkeiten für Recherchen. Und das bot sich einfach an. Aber es wären auch noch andere Orte in der Umgebung von Bielefeld immer wieder auftauchen. Magst du gleich mal weiterlesen? Ja, sehr gerne. Dazu muss ich ja vorweg vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen. Und zwar ist der Kommissar Weber von einem Bekannten von ihm angerufen worden. Dieser Bekannte war früher mal sein Gitarrenlehrer und der hat auch schon seit längerer Zeit eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt.
hatte sich jetzt aber bei ihm gemeldet und bittet ihn darum, ihn privat zu treffen, da er ein Problem hat, das er gerne mit dem Weber besprechen möchte, und hatte ihm halt bis jetzt nur so viel davon verraten, dass es um seine Tochter geht. Und die beiden haben sich verabredet und das setzt jetzt dann praktisch ein, an dem Zeitpunkt, wo sich die beiden dann abends treffen. Weber hatte sich überrumpelt gefühlt, als ihm Bauer den gleichen Abend für ein Treffen vorgeschlagen hatte. Er hatte aber eine gewisse Dringlichkeit in seiner Stimme gespürt, sodass er dennoch zugestimmt hatte. Nun saß er im Mumpitz und wartete auf den Gitarrenlehrer. Weber war nicht bewusst gewesen, dass er umgezogen war. Er erinnerte sich daran, dass Bauer ihm erzählt hatte, dass er in den Kreis Gütersloh ziehen würde. Aber ausgerechnet Riedberg, die Stadt, die in seinem letzten Fall eine Rolle gespielt und in der er und seine Kollegen Georg Renner verhaftet hatten. Anscheinend war der Ort zu einem Teil seines Lebens geworden. Er musste zugeben, dass ihm die Stadt oder zumindest, was er im Rahmen der Fälle davon gesehen hatte, gut gefiel. In dem Ortsteil, in dem sich das Restaurant befand, war er bis jetzt allerdings nicht gewesen. Das Mumpitz entpuppte sich als eine urige und rustikale Gaststätte in Riedberg-Neunkirchen. Weber setzte sich an einen Tisch rechts vom Eingang. Hier gab es Zweier- und Vierertische sowie einen großen Tisch vor einem Fenster. Er hatte sich für einen Zweiertisch am gegenüberliegenden Ende des Raums entschieden. Dieser Bereich war vom übrigen Restaurant durch eine offene Holzkonstruktion abgetrennt. Weber dachte sich, dass Bauer einen ungestörten Platz für das Gespräch bevorzugen würde. Kurz nachdem er sich gesetzt hatte, kam eine junge freundliche Bedienung an den Tisch. Er bestellte sich eine Cola. Die Frage der Frau, ob er auch etwas zu essen bestellen wollte, verneinte er. Er hatte zwar seit Mittag nichts mehr gegessen, und da waren es auch nur zwei Brötchen mit Käse gewesen, aber er hatte derzeit keinen Hunger. Die Gaststätte war gut besucht. Die meisten der Tische waren besetzt und an einem Billardtisch, der in dem größeren Raum aufgestellt war, spielten zwei Männer. Viele Gäste hatten Speisen vor sich stehen und langsam wehte der Geruch von leckerem Essen zu ihm herüber. Weber spürte, dass er doch Appetit bekam. Er überlegte, ob er sich die Karte bringen lassen sollte, als sich die Tür öffnete und Bauer das Lokal betrat. Er war 3 Jahre älter als Weber, trug seine dunklen Haare kurz geschnitten und sah so fit aus wie früher. Er winkte ihm zu und der Gitarrenlehrer kam an den Tisch. Sie gaben sich die Hand und setzten sich. Als die Bedienung Webers Cola brachte, bestellte sich Bauer einen Gin Tonic. Ihm fiel auf, dass sein Gegenüber große Ringe unter den Augen hatte. Es schien, als habe er lange nicht mehr gut geschlafen. Hinzu kam, dass er ziemlich blass war und alles in allem einen vernachlässigten Eindruck machte. Weber kam es vor, als ob ihn irgendetwas derart beschäftigte und seine ganze Energie forderte, sodass für die alltäglichen Dinge keine Kraft übrig blieb. Nachdem sie einen kurzen Smalltalk geführt hatten, kam Bauer gleich zur Sache. »Vielen Dank, dass du gekommen bist«, begann er. »Ich habe mich daran erinnert, dass du bei der Kripo in Bielefeld arbeitest und mich deshalb an dich gewandt. Meine Frau und ich haben schon alles versucht, wissen aber jetzt auch nicht mehr weiter.« Weber wusste, dass Bauer verheiratet war, ansonsten nichts von seinem Privatleben. »Ich habe 2 Kinder. Unsere älteste Tochter Sophia ist 19 Jahre, ihre Schwester Emma 16 Jahre. Es geht um Sophia.« Bauer machte eine Pause, da in diesem Moment die Bedienung ihm seinen Gin Tonic brachte. Er nahm einen großen Schluck, bevor er weitersprach. Sophia ist Schülerin hier am Gymnasium in Riedberg und will im nächsten Jahr ihr Abi machen. Sie ist eine gute Schülerin und es sollte für sie kein Problem sein, ein gutes bis sehr gutes Abitur zu machen. Im Anschluss wollte sie Psychologie studieren, aber seit Ende letzten Jahres hat sie sich nach und nach verändert. Bauer machte eine Pause und nahm erneut einen großen Schluck von seinem Getränk. Weber dachte, dass er in der letzten Zeit des Öfteren seinen Trost im Alkohol gesucht haben musste, was zum Teil seinen Zustand erklärte. Sie hat auf der Silvesterparty einer Freundin einen Jungen kennengelernt, der 3 Jahre älter ist als sie. Er heißt Ingo Widokind und wohnt in Gütersloh. Wir haben ihn nicht so oft gesehen,
vielleicht 3 bis 4 Mal in der ganzen Zeit. Sophia ist lieber zu ihm gefahren oder hat sich von uns hinbringen lassen. Er wohnt noch bei seinen Eltern. Meine Frau Katrin hat sich einmal mit Ingos Mutter unterhalten. Sie machte einen netten Eindruck und meine Frau hatte das Gefühl, dass Sophia dort gut aufgehoben war. Anfang März baute sie in der Schule aber ständig ab. Ihre Klassenlehrerin machte sich Sorgen um sie und rief meine Frau an. Sie erzählte ihr, dass Sophia ständig müde sei und teilweise im Unterricht einzuschlafen drohte. Außerdem habe ihre Mitarbeit im Unterricht stark nachgelassen und ihre letzten Klausuren waren auch schlecht ausgefallen. Wir brachten ihr Verhalten mit ihrem Freund in Verbindung und stellten sie zur Rede. Sophia stritt ab, dass ihr Absturz in der Schule etwas mit Ingo zu tun hatte. Im Gegenteil, er täte ihr gut, behauptete sie. Sie sei derzeit lediglich etwas überfordert mit der Schule und es würde sicher bald wieder besser werden. Doch es wurde noch schlimmer. 2 Wochen darauf rief ihre Klassenlehrerin erneut an. Diesmal ging es darum, dass Sophia in der Woche 3-mal nicht zum Unterricht erschienen war und keine Entschuldigung vorgelegt hatte. Katrin war wie vor den Kopf gestoßen. Sie konnte auch keine Entschuldigung vorgelegt haben, da wir nichts von ihrem Fehlen wussten. Sie hatte wie immer das Haus morgens verlassen und wir waren natürlich davon ausgegangen, dass sie zum Unterricht gegangen war. Am gleichen Abend sprachen wir wieder mit ihr. Diesmal wurde sie richtig wütend und fragte, ob wir ihr nachspionieren würden. Als wir ihr erklärten, dass ihre Lehrerin sich bei uns gemeldet hatte, wurde sie noch wütender und sagte, dass die sich um ihre eigenen Dinge kümmern sollte. Wir konnten kein vernünftiges Gespräch mit ihr führen. Sie blockte alles ab und reagierte auf Fragen immer wütender. Schließlich stürmte sie in ihr Zimmer und schloss sich ein. Meine Frau versuchte noch vernünftig mit ihr zu reden, doch Sophia öffnete die Tür nicht mehr. Wir fragten Emma, ob sie wüsste, was mit ihrer Schwester los sei. Doch auch sie hatte keine Erklärung. Die nächsten Tage ließen wir sie in Ruhe und wollten, dass sie sich erst mal wieder beruhigte. Er machte eine weitere Pause. 3 Tage später war sie verschwunden und seitdem ist sie nicht wieder aufgetaucht. Bauer saß vor seinem 2. Gin Tonic, während Weber noch immer von seiner 1. Cola trank. Ich nehme an, begann der Kommissar vorsichtig, dass du eine Vermisstenanzeige erstattet hast? Bauer nickte. Noch direkt am gleichen Abend, nachdem sie nicht von der Schule nach Hause gekommen war, haben wir dort angerufen und erfahren, dass sie gar nicht dort gewesen ist. Ich bin daraufhin zu Ingo gefahren und habe mit seinen Eltern gesprochen. Er selbst war noch bei der Arbeit. Er ist Kfz-Mechaniker in einem Autohaus in Gütersloh. Seine Mutter hat ihn angerufen, aber er wusste auch nicht, wo Sophia ist. Sie hatten sich wohl schon eine Woche zuvor getrennt. Sie hatten zuvor einen heftigen Streit gehabt, in dem es um einen geplanten Ausflug am Wochenende gegangen war, den er hatte absagen müssen. Er hatte gehofft, dass sie sich schnell wieder beruhigen würde. Doch stattdessen hatte sie ihm am nächsten Morgen eine Nachricht geschickt und mit ihm Schluss gemacht. Ingo hatte immer wieder versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, doch sie hatte keine seiner Nachrichten oder Anrufe beantwortet. Er war sogar zu ihrer Schule gefahren, doch sie hatte ihn einfach ohne ein Wort zu sagen stehen gelassen. Ingo versprach, sich sofort zu melden, wenn sie mit ihm Kontakt aufnimmt, doch das passierte nicht. Wir haben auch alle ihre Freundinnen und Freunde angerufen, aber niemand wusste, wo sie war. Bis heute hat sie sich bei keinem gemeldet. Wir haben keine Ahnung, wo sie sein könnte. Bauer nahm einen großen Schluck von seinem Getränk. Weber konnte nun verstehen, warum er dem Alkohol zusprach. Was haben die Kollegen herausgefunden? Bauer schüttelte den Kopf. Nichts, antwortete er, und man hörte den Frust in seiner Stimme. Es wurde eine große Suchaktion mit Hunden und allem drum und dran durchgeführt, aber nichts gefunden. Sie haben auch versucht, ihr Handy zu orten, doch das war wohl ausgestaltet, sodass sie nichts machen konnten. Weber trank seine Cola aus. Was soll ich da noch für dich tun? Ich denke, die Kollegen haben alles getan, was sie tun konnten. Bauer stützte die Arme auf den Tisch ab und vergrub das Gesicht in den Händen. Weber merkte, dass er weinte, obwohl er versuchte, dies zu verbergen. Er dachte verzweifelt darüber nach, was er sagen konnte. Ich kann natürlich nochmal mit den Kollegen in Gütersloh sprechen und danach mit meinen Kollegen die Vermisstenfälle bearbeiten. Vielleicht fällt denen noch was ein. Bauer hob das Gesicht und wischte sich unauffällig die Tränen ab.
Dann sah er Weber an und griff nach seiner Hand. Das wäre uns eine große Hilfe, wenn wir wüssten, dass wirklich alles versucht wurde, um Sophia zu finden. Samstag, 21.05.2016, 11 Uhr. Der Anruf ging am Samstagmorgen auf der Kriminalwache des PP Ostwestfalen-Lippe ein. Kriminalhauptkommissar Egon Schaller nahm das Gespräch entgegen. Der Mann am anderen Ende der Leitung erzählte, dass er eben im Wald eine Leiche gefunden hätte. Der Kommissar, der seit 14 Jahren auf der Kriminalwache Dienst versah, reagierte gelassen und leitete ohne weitere Verzögerung die nächsten Schritte ein. Er schickte seine Kollegen Clara Stein und Kilian Helmstedt zu dem Ort, den der Anrufer angegeben hatte. Er bat den Mitteiler vor Ort zu bleiben und den Beamten bei deren Eintreffen den genauen Fundort zu zeigen. Schaller informierte anschließend den Kriminalrat, der Dienst hatte und über den Einsatz der Bereitschaft für Kapitaldelikte entscheiden würde. Danach suchte er die Liste mit den Personen heraus, die im Falle einer Alarmierung verständigt werden mussten. Jetzt hieß es warten, welche Feststellungen die Kollegen vor Ort machen würden. Stein und Helmstedt wurden vom Anrufer Max Scharf am Wanderparkplatz am Togdrang erwartet. Dieser lag im Ortsteil Senne und war über die Oslingstraße zu erreichen. Scharf erklärte ihn, dass er mit seinem Hund, einem Berner Sennenhund, einen Spaziergang hatte machen wollen. Er käme jeden Samstag und Sonntagmorgen hierhin, um eine große Runde zu drehen. Er war gegen 10.30 Uhr am Parkplatz eingetroffen und direkt mit seinem Hund losgelaufen. Er hatte den Berner freilaufen lassen, da dieser gut hörte und keinen Jagdtrieb hatte. Sie waren etwa 10 Minuten unterwegs gewesen, als der Hund plötzlich in den Wald hineingelaufen war und sich nicht mehr zurückrufen lassen hatte. Scharf war dem Tier gefolgt und hatte ihn nach etwa 10 Metern an einem Holzstapel schnüffeln vorgefunden. Beim Näherkommen hatte Scharf festgestellt, dass der Stapel aus Ästen und Zweigen bestand und keinen natürlichen Ursprung hatte. Er hatte zuerst nicht erkennen können, warum der Hund so intensiv rund um den Haufen geschnüffelt hatte. Erst als er unmittelbar davor gestanden war, hatte er gesehen, dass etwas unter dem Holz lag, das die volle Aufmerksamkeit seines Hundes in Anspruch genommen hatte. Erst beim zweiten Hinschauen hatte Scharf gesehen, dass dort ein Mensch lag. Er hatte sofort seinen Berner weggezogen, war zu seinem Auto zurückgegangen und hatte die Polizei verständigt. Stein bat Scharf, sie zu der Stelle zu führen, an der er in den Wald gegangen war. Als sie den Punkt erreichten, forderten sie ihn auf, zu warten und gingen alleine zu der Fundstelle. Was sie fanden, entsprach der Beschreibung des Anrufers. Augenscheinlich hatte er nichts verändert. Helmstedt leuchtete mit seiner Taschenlampe zwischen den Ästen hindurch. Unter dem Stapel lag eine männliche Person und er konnte erkennen, dass diese schon eine ganze Weile dort lag. Stein rief umgehend Schaller an, der den höheren Dienst informierte. Wie nicht anders zu erwarten, ordnete dieser die Alarmierung der Bereitschaft an. 13.15 Uhr. Helge Mutz und Peter Eldeck, die beiden Ermittler der Bereitschaft, waren die ersten am Fundort. Kurz nach ihnen trafen auch Helge Ohlemeier und Ben Helmich, welche die Spurensicherung übernehmen sollten, zusammen mit dem Leiter der Mordkommission Joachim Joe Belau ein. Sie ließen sich kurz von den Kollegen der Kriminalwache in den Fundort einweisen, was nicht lange dauerte, da sie nicht viel zu berichten hatten. Es gab keinen Hinweis auf die Identität des Toten, da vor Eintreffen der Spur sie nichts an dem Stapel aus Ästen und Zweigen verändert werden sollte. Gibt es Anhaltspunkte auf einen Pkw? Fragte Belau. Nein, antwortete Stein. Außer dem Fahrzeug des Zeugen stand bei unserem Eintreffen dort kein anderer Pkw. Belau nickte. Wir warten noch auf den Tatortbeamten und fangen dann an, fuhr er fort. Wer ist das heute eigentlich? Fragte er Helmich gewandt. Weber, antwortete dieser. Im gleichen Moment trat Weber zu ihnen. Dach zusammen, grüßte er. Wie sieht es aus? Belau brachte ihn auf Stand und fügte hinzu. Ich fahre mit Helge und Peter zurück zum PP. Wir werden die Vermissten durchgehen und schauen, was wir dort haben. Sobald ihr einen Hinweis auf die Identität des Toten habt, sagt Bescheid. Versteht sich von selbst, antwortete Weber. Sie gingen gemeinsam zu ihren Fahrzeugen zurück. Der Parkplatz war zwischenzeitlich von einer Streifenwagenbesatzung abgesperrt worden,
die bis zum Ende der Spurensicherung vor Ort bleiben sollte, um Neugierige und die Presse abzuhalten, die früher oder später eintreffen würden. Während Bela und das Ermittlerteam den Parkplatz verließen, wandte sich der Rest der Truppe dem MK-Bulli zu. In dem Fahrzeug, einem großen blauen Kastenwagen mit der Aufschrift Polizei an den Seiten, wurden alle Materialien aufbewahrt, die für eine Spurensicherung im Rahmen eines Mordfalles nötig waren. Die Spurensicherer und Weber zogen sich die aus dem Fernsehen bekannten weißen Overalls an, türmten sich Überschuhe aus Plastik über ihre Straßenschuhe und setzten sich an, die und Foto festgehalten werden mussten, wurde die entsprechende Ausrüstung ebenfalls zurechtgelegt. Da der eingeteilte Fotograf kurzfristig aufgrund einer Grippe ausgefallen war, übernahm Weber diesen Part. Seine eigentliche Aufgabe bestand darin, den Fundort und alles drumherum genauestens zu beschreiben. Dazu benötigte er nur ein Diktiergerät, auf das er seine Feststellung aufsprach. Der Chip mit der gespeicherten Aufnahme wurde dann im PP einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter übergeben, die den Bericht ins Reine tippten. Der Fotograf war neben den Fotos auch für die Fertigung einer maßstabsgerechten Skizze des Fundorts zuständig. Da Weber heute in einer Doppelfunktion tätig war, sollte diese Aufgabe der zweite Spurensicherer übernehmen. Sie trugen die Materialien in den Wald und bauten dort zwei Campingtische auf, die ebenfalls zur Ausrüstung des MK-Bullis gehörten. Darauf legten sie ihr Material ab. Währenddessen begann Weber mit der Videodokumentation. Er startete die Aufnahme auf dem Parkplatz und schritt dann den Wanderweg bis zu der Stelle ab, an der es in den Wald ging. Von dort filmte er weiter bis zum Ablageplatz des Toten. Bevor sie mit ihrer Arbeit dort begann, besprachen sie ihr Vorgehen. Es wurde sich darauf geeinigt, die Äste und Hölzer einzeln abzutragen und jeden auf Faser- und Blutspuren abzusuchen. Nach 30 Minuten waren sie so weit, dass sie einen Blick auf das Gesicht des Toten werfen konnten. Oder besser gesagt, auf das, was von diesem noch übrig war. Die Leiche lag bereits einige Zeit hier und hier hatten sich trotz des Stapels an dem Körperteil zu schaffen gemacht. Zur Identifizierung würden die Überreste des Gesichts nicht reichen. Weitere 30 Minuten später war der gesamte Körper freigelegt. Der Tote war mit einer Jeanshose, einem Sweatshirt und Sneakers bekleidet. Nachdem Weber alles fotografiert hatte, machte er sich daran, die Taschen der Leiche zu durchsuchen. Spuren hatten sie an dem Holz nicht finden können. In der rechten hinteren Hosentasche fand er eine Geldbörse, in der sich der Ausweis des Opfers befand. Als er den Namen darauf las, entfuhr ihm ein Aufschrei. Verdammt, das gibt es doch nicht. Das Dokument war ausgestellt auf Andreas Greb. Ja, das war jetzt sehr interessant, das Ende. Lass uns mal über die Entstehung von deinem Buch sprechen. Erzähl doch ein bisschen was, also von der Idee bis zum fertigen Buch. Die Idee, überhaupt mal ein Krimi zu schreiben, die hatte ich eigentlich schon relativ lange. Ich habe schon als Kind immer gerne Krimis gelesen, aber die ganzen Edgar Wallace-Bücher verschlungen und ja, fast folgerichtig bin ich dann später auch bei der Polizei gelandet. Und ja, irgendwann hatte ich dann halt mal eine Idee, also das, was man so vielleicht erlebt, das könnte man ja auch irgendwie mal aufschreiben. Und habe dann halt ja vor vielen, vielen Jahren mal angefangen damit. Aber ja, da ich das, wie gesagt, in meiner Freizeit mache und mittlerweile 5 Kinder habe, war das natürlich immer schwierig, da Zeit zu finden. Und deswegen habe ich angefangen und das dann wieder in der Schublade gelegt. Und dann lag es dann lange Jahre, bis ich dann aufgrund einer Knie-OP lange zu Hause bleiben musste und ja, aus Langeweile habe ich dann wieder angefangen und habe mir dann irgendwann gesagt, so, jetzt bringst du das Ganze mal zu Ende und ja, habe dann halt das erste Buch aus der Reihe fertig geschrieben, das heißt Webers Kinder und ja, je mehr ich geschrieben habe, desto mehr Spaß hat es mir gemacht und natürlich habe ich dann halt eine Geschichte genommen, die halt nichts mit dem, was ich tatsächlich erlebt hatte, zu tun hat. Und
ja, natürlich auch versucht, keine Kollegen da irgendwie mit reinzunehmen, die dann nachher sich wiedererkennen könnten, und habe das alles so ein bisschen umgeändert. Ja, und dann war irgendwann das erste Buch fertig, und dann ging es halt daran zu gucken, wer könnte das veröffentlichen, und hatte dann auch einen Verlag gefunden. Später dann aber war ich halt nicht so ganz zufrieden damit, und jetzt mache ich halt Self-Publishing. Und wie gesagt, das hat mir dann so viel Spaß gemacht, dass ich dann halt noch ein zweites und drittes hinterhergeschoben habe, sage ich jetzt mal so. Und derzeit dabei bin, das vierte zu vollenden, was dann Mitte März auch erscheinen soll. Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer und hast du eine bestimmte Tageszeit? Also ich habe zwar, da wo ich auch jetzt sitze, wir haben zusammen mit meiner Frau hier so eine Art Büro, aber es gibt auch unterschiedliche Orte im Haus, an denen ich sitze und schreibe. Also ich nehme meinen Laptop dann immer mit, und wenn es sich gerade ergibt, also es gibt keine festen Zeiten, sondern immer so, wie es halt Zeit ist, da wir halt noch einen kleinen Sohn haben, der 8 Jahre alt ist, der hat das Down-Syndrom, also da wieder so eine kleine Parallele zu dem Buch, und da muss man halt die Zeiten neben der Arbeit und ja, dem anderen, was hier halt so anfällt, dann nutzen, wie sie halt gerade kommen. Und deswegen gibt es keinen festen Platz, keinen festen Ort, an dem ich schreibe, sondern einfach, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Das ist immer schwierig zu machen, aber ich bin halt ja sehr familiär eingestellt, was man vielleicht auch daran schon sieht, dass ich halt 5 Kinder habe. Und ich, ja, wie gesagt, halt Familienmensch bin. Ne? Ich bin gerne mit den Kindern zusammen oder auch mit dem Kleinen. Wir leben ja auf dem Land. Wir haben 2 Hunde, Fische, Zwergkaninchen, also auch sehr tierlieb. Und ja, ich bin eigentlich auch ein ganz optimistischer Mensch und harmoniebedürftig. Wo finden wir dich denn bei Social Media? Also zum einen bei Facebook unter meinem Namen, halt Michael Gietzek. Da mache ich auch das meiste oder die meiste Werbung so für das Buch, Hinweise auf Lesungen. Und ansonsten habe ich noch einen Instagram-Account, den ich aber ja leider ein bisschen vernachlässigt habe in der letzten Zeit. Und jetzt bin ich halt auch gerade dabei, eine Webseite zu erstellen. Michael Gietzek. .com heißt die, aber das ist wie gesagt noch im Aufbau, und da halt vieles parallel läuft, dauert halt das eine oder andere ein bisschen länger, bis das dann tatsächlich fertig ist. Wo können wir denn jetzt dein Buch kaufen, damit wir wissen, wie es weitergeht? Ja, also das Buch, das gibt's halt, kann man in jedem Buchhandel bestellen. Das ist natürlich auch über Amazon bestellbar. Und das wird dann auch, wenn es denn fertig ist, über meine Webseite zu bestellen sein. Oder aber man schickt mir auf Facebook eine Nachricht und ich schicke dann ein signiertes Buch auch gerne raus. Das hört sich gut an. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Außer der Tatsache, dass sie mir weiter treu bleiben und weiterhin meine Bücher kaufen. Natürlich sehr gerne auch Rückmeldungen zu dem Buch, auf welche Art und Weise auch immer oder über welche Plattform, Internet, die das auch gerne machen würden, wie ihnen halt, ja, natürlich das Buch gefällt, vielleicht was sie noch gerne drin haben möchten, wie ihnen die Personen gefallen, gerne auch, ob sie von der einen oder anderen Person vielleicht noch ein bisschen mehr wissen möchten. Also natürlich auch gerne Kritik, wenn ihnen irgendwas nicht passt, wenn ich vielleicht eine Person ihrer Meinung nach falsch dargestellt habe oder in ihrem Sinne nicht so gut dargestellt habe, können sie mir das auch gerne sagen. Dann kann man es vielleicht auch versuchen, noch wieder ein bisschen zu ändern.
Also sowas in der Richtung. Also wer Interesse hat, da vielleicht auch ein bisschen so mitzugestalten in einem gewissen Bereich, der kann also auch gerne Vorschläge einbringen, die ich dann natürlich auch versuchen würde umzusetzen. Und gerne auch, wer Interesse daran hat oder was weiß, wo man mal eine Lesung durchführen könnte, kann sich natürlich auch gerne bei mir melden, zum Beispiel derzeit über Facebook und einen Vorschlag machen für eine Lesung oder ja, bei sich zu Hause mit ein paar Personen so eine Wohnzimmerlesung oder sowas, lasse ich mich dann auch gerne drauf ein. Wir sind leider schon am Ende. Es war schön, also es war wirklich sehr interessant, mal so einen Blick in deine Arbeit zu werfen, kann man ja so sagen, oder? Ja, wie gesagt, ich versuche es halt schon so nah an der Wirklichkeit. Also ich habe auch schon in einigen Mordkommissionen und so mitgearbeitet. Und wie gesagt, im Vergleich zu dem, was man so im Fernsehen sieht, ist das schon teilweise ein ziemlicher Unterschied. Und ich versuche das dann halt so nah an der Realität zu schreiben, wie es halt geht. Klar nimmt man sich auch seine Freiheiten heraus, weil es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nicht passt, aber ganz so, ja, sagen wir ein bisschen übertrieben, unrealistisch, wie es in manchen Krimis dargestellt wird, wollte ich das halt nicht schreiben. Herr Michael, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst und ja, ich würde mich freuen, wenn du wiederkommst und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung.